halt hier von mir. Geläutet zur zweiten großen Pause heute Morgen hier an der Realschule Plus und Fachoberschule im Einrich. Wir stehen im zweiten Stock und schauen drauf, wie der Schulhof sich zu einer nicht alltäglichen Pause füllt. Rüdiger Glutz, der Schulleiter, steht neben mir. Rüdiger Glutz, was passiert gerade? Ja, wir haben abgesehen von einer Schweigeminute für den Frieden in der Ukraine, sondern haben zu einer Aktion aufgerufen, mit unseren Schülern zusammen für den Frieden zu demonstrieren. Und wir werden hier gleich mit einem ausgeteilten gelben und blauen Bögen die ukrainische Flagge bilden. Und die Schüler haben alle in der Stunde davor eine aktuelle Stunde mit den Klassenleitern gehabt, in denen über die Ukraine-Krise, den Krieg dort gesprochen worden ist, wo die Betroffenheit der Schüler auch zum Ausdruck gebracht worden ist. Und sie haben eine Friedensbotschaft auf ihren Bogen geschrieben und werden jetzt gleich mit uns allen zusammen hier für den Frieden demonstrieren. Wie ist das Feedback bisher von den Schülern? Wie gehen Jugendliche und Kinder mit dem Thema Krieg um? Diese Kinder haben noch nie, genauso wie wir Erwachsenen, Gott sei Dank, einen Krieg in Europa erlebt. Und ich hoffe auch nicht, dass wir diesen Krieg bis nach Deutschland in dieser Form ausgebreitet erleben werden. Es ist eine schreckliche Erfahrung, dass es in Europa wieder Krieg gibt nach so vielen friedlichen Jahren.
Und wir sind alle sehr, sehr betroffen davon. Und wir versuchen auch diese Betroffenheit den Kindern etwas zu nehmen, dadurch, dass wir es im Unterricht ab und zu thematisieren. Ihr sprecht aber auch ganz offen von Angriffskrieg. Nazifizierung der Ukraine führen soll, dann ist das für mich nur eine Farce, ein Schleiertanz, der mich stark an die Propaganda des Dritten Reiches erinnert. Vielen Dank für die klaren Worte. Ich glaube, wir warten jetzt ganz einfach auf den Ablauf. Ja, hier ist noch ein bisschen was geplant, deswegen bleibt einfach dran. Falk-Aktion teilt das Live-Video, damit möglichst viele in der Region eine Chance haben, diese eindrucksvolle Demonstration für den Frieden mitzubekommen. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, ich übergebe jetzt das Wort an unsere Schülersprecherinnen, an das Team. Und die Schulgemeinschaft der Realschule Plus und Fachoberschule im Einblick ist erschüttert vom Krieg Russlands gegen das ukrainische Volk. Bitte bildet jetzt die ukrainische Flagge. Dieser Krieg muss aufhören. Wir wollen Frieden. Wir wollen Frieden. Wir wollen Frieden. Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, habt herzlichen Dank für euer Engagement für den Frieden. Habt herzlichen Dank dafür, dass ihr für den Frieden in der Ukraine und in der Welt seid. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Pause und dann geht ihr nach der Pause wieder in den Unterricht und lernt für die Zukunft weiter. Danke. Schülersprecherinnen. Alle drei seid ihr Schülersprecherinnen? Ja, genau. Ja. Ah, dann müssen wir ein Stückchen, bevor wir alle drei draufgehen. Ich kann noch ein Stück. Okay. Ja, mitten im Einriss eine Demonstration für den Frieden. Wie geht ihr das für den Frieden in der Ukraine? Wenn ich anfange. Ja. Also hallo erstmal, ich bin Emilia, ich bin 16 Jahre alt. Es ist natürlich sehr erschütternd, weil wir fühlen natürlich mit dem Volk mit. Alle Menschen leiden darunter und wir haben natürlich auch Angst, dass ein dritter Weltkrieg ausbricht, was passieren könnte und was die Folgen sind und die Kinder und die Eltern und ältere Gesellschaft, alle Menschen, die fliehen und haben Angst und wir geben natürlich unser Bestes und helfen. Ja, wir hoffen, dass es endet. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Geplant, wie geplant. Stell dich kurz vor, wie hat das gewirkt auf dich, die Aktion von hier oben? Hallo, ich bin Naemi. Also, ich muss sagen, wie ich das Ganze aufgenommen habe, ist schon sehr traurig und sehr erschütternd. Man hat auch ein wenig Angst irgendwie, was passiert, was weiterkommt. Und ich finde, man kann nicht genug so Aktionen machen und ich finde das toll. Tolle Aktion auf jeden Fall. Das Thema Angst, stell du dich auch kurz vor und ich würde dich gerne fragen, wie ist das im Alltag, als du gehört hast von der Nachricht des Krieges? Ist sowas, was einen dann wirklich beschäftigt? Also ich bin die Charlotte und ja, definitiv, also generell auch beim Esstisch und alles kommt das Thema oft sehr, sehr oft vor, weil wir natürlich auch sehr nah dran sind. Also deswegen haben wir auch alle wirklich auch zu Hause Angst und reden eigentlich nicht nur über das Thema. Wir können eigentlich nicht genug darüber reden, weil es uns einfach alle, also auch die ganzen Menschen auf der ganzen Welt betrifft. Eine ganz tolle Aktion, Rüdiger Glutz. Wir haben uns eben vorher kurz unterhalten. Es ist ja gelaufen wie geplant, wie am Schulischen. Ist das völlig normal hier für die Realschule Plus und Fachoberschule in Rheinrich? Hier sind ein Haufen Menschen zusammen und da ist auch normal, dass was schief läuft. Aber ich bin immer froh, wenn es dann doch so läuft, wie es geplant ist. Aber das eine ist Theorie, das andere ist Praxis. Und wenn beides dann einigermaßen übereinstimmt, dann können wir zufrieden sein. Aber kann stolz sein auf die Schulgemeinschaft? Ich bin persönlich sehr stolz. Mir ist ziemlich hinzuzufügen. Wir haben hier ein tolles Team an Schulleitung, an Kollegium, an Eltern,
an einen sehr wahnsinnig engagierten SEB, Schulelternbeirat, und wir haben tolle Schüler. Das hat man gesehen, eindeutig ein Zeichen für den Frieden gegen den Krieg in der Ukraine. Und jetzt genießt auch die Realschule Plus und Fachoberschule im Einrich die wohlverdiente Pause. Ich sage erstmal Tschüss aus Katzenelnbogen.